Bianca Tummler, geboren 12. Februar 1975 in Mariastein am See. Wohnhaft in Mariastein am See, verheiratete Büroassistentin in einer Druckerei. Seit dem 11. Februar 2007 in Untersuchungshaft in der JVA Köln-Ossendorf. Die Angeklagte und ihr Lebensgefährte Sascha Abel hatten am Abend des 9. Februar 2007 im Haus der Angeklagten in Mariastein am See einen heftigen Streit, bei dem Sascha Abel die Beziehung zur Angeklagten beendete. Als er gegen 2 Uhr noch einmal ins Haus der Angeklagten ging, schlug die Angeklagte voller Wut in Tötungsabsicht mit einem 30 cm großen metallenen Schraubenschlüssel auf Sascha Abel ein. Selbst als der junge Mann schon schwer verletzt am Boden lag, versetzte ihm die Angeklagte zahlreiche weitere Schläge auf Kopf und Oberkörper. Sascha Abel erlitt hierdurch Prellungen, Riss- und Quetschwunden, eine Fraktur des Kiefergelenks sowie einen Schädelbasisbruch. Eine hierdurch ausgelöste Epiduralblutung führte innerhalb weniger Minuten zum Kreislaufversagen und Sascha Abel verstarb. Die Angeklagte wird somit des Mordes beschuldigt, strafbar gemäß § 211 StGB. Frau Tummler, die Anklage haben Sie gehört. Wollen Sie sich hierzu äußern? Ja, klar, natürlich. Und, was sagen Sie dazu? Ein Menschen, den man liebt, dem tut man sowas nicht an. Und ich habe Sascha geliebt. Ich wollte mit dem Mann alt werden. Aber er nicht mit Ihnen. Doch, wir wollten zusammenziehen. Wir wollten Kinder haben. Und das hätte alles geklappt, wenn Frank ihn nicht umgebracht hätte. Wen meinen Sie mit Frank? Frank ist mein Mann. Wir sind seit einem Jahr nicht mehr zusammen. Aber er kann es einfach nicht ertragen, dass ich glücklich bin. Können Sie das ein bisschen näher erklären? Ja, es klingt jetzt ein bisschen komisch. Aber Frank und ich, wir haben vor 4 Jahren geheiratet. Und während dieser ganzen Zeit, da... Geht's, Frau Tummler? Frau Tummler, ist okay? Herr Vorsitzender, die Frau Tummler wurde während ihrer Ehe von ihrem Mann immer wieder körperlich misshandelt. Erst vor einem Jahr hat sie dann all ihren Mut zusammengefasst und sich von ihm losgesagt. Ich konnte einfach nicht mehr. Einer von uns musste gehen. Und ich konnte auch nicht zulassen, dass er mich immer wieder schlägt. Und da habe ich ihn einfach vor die Tür gesetzt. Das war ja schließlich mein Haus, wo wir gewohnt haben. Und seit dieser Trennung haben Sie auch von Ihrem Mann gehört? Ich dachte eigentlich erst, dass er mich nie in Ruhe lässt. Aber dann war er plötzlich einfach weg, zumindest für 6 Monate. Und dann? Als ich dann mit Sascha zusammen war, da fingen diese Sachen an. Vielleicht wäre es besser, wenn Sie dem Herrn Vorsitzenden mal ein paar Beispiele für das Verhalten Ihres Mannes geben würden. Ja, Frank wollte zum Beispiel immer, dass alle Dosen ordentlich im Schrank stehen. Das habe ich eben nicht mehr gemacht, als er weg war. Und eines Abends standen plötzlich wieder alle Dosen mit dem Etikett nach vorne im Schrank. Das muss einfach er gewesen sein. Sie sagen, das muss er gewesen sein, aber sicher wissen Sie es nicht, oder? Ich habe erst gedacht, ob ich es vielleicht aus Gewohnheit gemacht habe, weil er mich immer geschlagen hat, wenn etwas nicht in Ordnung war. Aber dann war auch plötzlich wieder das Bett so gemacht, wie Frank es wollte. Und die Handtücher und die Seife, alles. Haben Sie Ihren Mann in der ganzen Zeit irgendwann noch mal gesehen? Nein, er muss abends ins Haus gekommen sein oder wenn ich auf der Arbeit war. Sie hatten doch die Schlösser in Ihrem Haus ausgetauscht. Ja, schon. Wie soll der Mann dann reingekommen sein, ohne Spuren zu hinterlassen? Er kennt doch das Haus, er findet bestimmt einen Weg. Waren Sie in der Nacht, als Ihr Lebensgefährte getötet wurde, auch im Haus? Ja, war ich. Und haben Sie da Ihren Mann gesehen? Bei der Tat vielleicht sogar? Nein, aber er war da, wirklich. Woher wissen Sie es? Wie ist die Nacht abgelaufen? Ja, ich war schon im Bett und habe geschlafen. Und war der Herr Abel auch bei Ihnen? Nein, der ist am Abend nach Hause gefahren, aber nicht, um sich von mir zu trennen. Sie haben doch dann plötzlich was gehört, wenn Sie uns das mal vielleicht schildern wollen. Ja, ich habe unten in der Diele plötzlich ein Scheppern gehört und ein Rumpeln. Das ist mir durch Mark und Bein gegangen. Haben Sie nachgeschaut, was das war? Nein, ich war völlig geschockt und ich habe am ganzen Leib gezittert. Ich habe mich erst getraut, wieder runterzugehen, als ich Saschas Stimme gehört habe. Haben Sie mitbekommen, mit wem er da gesprochen hat oder was er gesagt hat? Nein, das war eigentlich nur ein kurzer Schrei. Und als ich nach unten kam, da hat Sascha auf dem Boden in der Küche gelegen. Und sein ganzes Haar, es war alles voller Blut. Ja, und er war wohl tot. Ich habe hier den Obduktionsbericht. Demnach wurde Ihr Lebensgefährte auf äußerst brutale Weise getötet. Und zwar mit diesem Ratschenschlüssel hier. Und die Obduktion hat ergeben, dass bei ihm Prellungen, eine Fraktur des Kiefergelenkes, ein Schädelbasisbruch vorlag. Und gestorben ist er dann an einem Kreislauftischstand. Dieses Ding lag auf ihm. Ich glaube, ich habe es runtergenommen, als ich ihm geholfen habe. Aber er hat sich nicht mehr bewegt. Und ich hatte solche Angst, dass Frank noch im Haus ist. Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Naja, dass Ihr Mann nicht im Haus war, das wissen Sie so gut wie ich, oder? Doch. Er war ganz sicher da. Er ist ganz sicher seit einem Jahr weg.
Seine Schwester weiß nicht, wo er steckt. Sein Arbeitgeber weiß nicht, wo er steckt. Vor seinem Konto hat er ein Jahr nichts mehr abgehoben. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Aber Sie wollen ihn da in dem Haus erlebt haben. Ganz genau. Und was ist damit, Herr Staatsanwalt? Was ist Reicht das? Ihnen das als nicht. Beweis? Keine was Ahnung, was damit ist. Das ist eine Postkarte, die der Herr Tummler seiner Frau in die U-Haft geschickt hat. Das ist heute angekommen. Heute? Ich lese mal vor. Viel Glück, auf dass wir uns bald wiedersehen, steht da. Und auf der Vorderseite Grüße aus Potsdam. Und woher wissen Sie, dass die von Ihrem Mann ist? Ich meine, das ist maschinengeschrieben, keine Unterschrift. Frank und ich, wir haben unsere Hochzeitsreise nach Potsdam gemacht. Na dann ist klar. Ich dachte mir schon, dass Sie nicht überzeugt sein würden, Herr Staatsanwalt. Und deshalb habe ich auch gleich noch heute einen Ermittler nach Potsdam geschickt. Und der das überzeugt mich wird nicht. Sich da bei der Poststelle, von der dieser Stempel stammt, mal erkundigen. Dann warten wir doch einfach erst mal ab, ob Ihr Ermittler etwas herausfindet. Und dann hören wir uns nächstes Mal Ihre Schwägerin, also die Schwester des verschwundenen Marvin Tummler an. Marvin Tummler, bitte schön. Sie setzen sich bitte zu Ihrem Herrn Verteidiger. Wir treten die Beweisaufnahme ein. Frau Tummler, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeugin hier natürlich die Wahrheit sagen muss mit einer Falschaussage. Würden Sie sich strafen. Machen Sie heißen Marvin Tummler, sind 41 Jahre alt. Sie wohnen in Mariastein am See. Ja, da, wo sie auch wohnt, nur auf der anderen Seeseite. Ja, Sie sind nicht verheiratet, das sind ledig. Ja. Und Sie sind Sekretärin von Beruf. Ja. Ja, Sie sind die Schwägerin der Angeklagten. Damit haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Wenn Sie nicht wollen, müssen Sie gar nicht aussagen. Nein, ich will unbedingt aussagen. Gut, dann kommen wir zu dem Thema, zu dem Sie schon bei der Polizei ausgesagt haben. Ja, ich habe diesen Mann, diesen Sascha Abel, vor ihr gewarnt. Aber er wollte ja nicht auf mich hören und deswegen ist er jetzt auch tot. Wann war denn das, wo Sie mit dem Opfer über Sie gesprochen haben? Nachdem ich die beiden zusammen im Kino gesehen habe. Da habe ich mir schon gedacht, dass sie zusammen sind. Und als er mir eines Morgens ein Paket brachte, er ist nämlich mein Postbote gewesen, da habe ich ihn mir an die Seite genommen. Aha. Und was haben Sie ihm da gesagt? Na, dass er in Gefahr ist und dass er sich sofort von ihr trennen soll. Wie sind Sie darauf gekommen, dass er in Gefahr ist? Na, sie hat doch meinen Bruder auch schon eiskalt ermordet. Maren, ich habe doch nicht... Natürlich hast du. Und ich werde dafür sorgen, dass du mit dem zweiten Mord jetzt nicht so davon kommst. Frau Tummler, es gibt keinen Beweis dafür, dass Ihr Bruder tot ist. Und erst recht nicht dafür, dass meine Mandantin dafür verantwortlich wäre. Natürlich ist mein Bruder tot. Ich weiß es ganz genau. Und woher? Na, er hat sich seit über einem Jahr nicht mehr bei mir gemeldet. Und für mich ist das Beweis genug. Haben Sie denn dem Sascha Abel, also dem Opfer jetzt hier, von Ihrem Verdacht erzählt? Aber klar, der sollte doch alles über diese feine Dame erfahren. Wie hat er das aufgenommen? Na, er hat mir nicht geglaubt. Weil sie ihm ja alle möglichen Märchen erzählt hat über meinen Bruder. Er würde sie misshandeln und schlagen. Mhm. Und dann hat sie ihm auch noch erzählt, dass er jetzt zurückgekommen ist, um sie in den Wahnsinn zu treiben. Aber Maren, er ist wirklich wieder da. Erzähl doch keinen Unsinn. Er ist tot. Und außerdem würde er niemals einer Frau sowas antun. Aber Sascha hat doch alles mitbekommen, was Frank gemacht hat. Deshalb hat er mir ja auch geglaubt. Ach ja, hat er das. Komisch. Mir hat er erzählt, dass er sich von dir trennen will. Wann war das? Ungefähr 3 Wochen nach unserem ersten Gespräch. Da kam er zu mir und meinte, dass er jetzt wohl auch glauben würde, dass sie diese ganzen Dinge selber inszeniert. Und dass er keine Lust mehr hat, mit so einer Verrückten zusammenzubleiben. Hat er Ihnen explizit gesagt, dass er sich von der Angeklagten trennen will? Ja, ja. Er kam zu mir und sagte, wenn noch mal so was Komisches vorfällt, dann bin ich weg. Sascha hat mich geliebt. Das hat er mir immer wieder gesagt. Er wollte mich nicht verlassen. Na gut, aber dann hat es ja in Ihrem Haus noch mal so einen mysteriösen Vorfall gegeben, oder? Ja, aber... Herr Vorsitzender, Entschuldigung. Das ist mein Ermittler aus Potsdam. Darf ich kurz rangehen? Vielleicht hat er den Herrn Tummler ausfindig gemacht. Vorländer, hallo. Haben Sie ihn? Aber der Postbeamte denkt, dass er es ist. Was ist hier überhaupt los? Okay, also auch wenn man nicht viel erkennt, schicken Sie es doch bitte. Ihre Schwägerin hat in der U-Haft eine Postkarte bekommen. Und der Herr Verteidiger geht nun davon aus, ja, dass der Absender Ihr Bruder gewesen sei. Das ist doch kompletter Unsinn. Jetzt will sie meinen Bruder hier auch noch als Sündenbock hinstellen, nur um sich von sich abzulenken. Naja, und haben Sie ihn, Herr Vorländer, Ihren geheimnisvollen Postkartenverschicker? Nicht ganz, Herr Staatsanwalt, aber der Postangestellte, mit dem mein Ermittler dort gesprochen hat, denkt, dass es möglicherweise dieser vermisste Frank Tummler war, den er da gesehen hat. Bei Ihnen denken immer nur alle, ne? Aber es weiß keiner was. Herr Vorsitzender, es gibt eine Überwachungskamera. Nachdem die Postkarte gestern abgeschickt und abgestempelt worden ist, lässt sich da vielleicht was drauf erkennen. Mein Ermittler jedenfalls hat sich das mal angesehen. Ja.
Und er würde das hier runterschicken. Ich habe mir erlaubt, die Gerichts-E-Mail-Adresse anzugeben, ja, damit es vielleicht gleich hier ankommt. Ja. Und dann könnten wir da mal reinschauen. Ah, tatsächlich, Herr Vorsitzender. Das wird sein. Ist gerade eine E-Mail reingekommen mit einem Video als Anhang. Mhm. Okay. Vielleicht wollen Sie es sich mal anschauen. Ja, dann schauen wir uns das doch bitte mal an. Sie können gerne mitkommen. Jetzt bin ich gespannt. Aha. Schauen Sie mal, auf wen ich hinaus möchte. Derjenige, wo der Ermittler sagt und vor allem der Postmann sagt, dass das der Mann meiner Mandantin sein könnte, ist der Herr hier mit der Kappe und der Brille. Mehrere Kappen, ne? Mhm. Der. Der, ja? So richtig viel kann man da aber nicht erkennen, muss ich schon mal sagen. Herr Vorsitzender, schauen Sie mal, ich habe hier ein Foto von dem Mann meiner Mandantin. Ich finde schon, dass da durchaus Ähnlichkeiten bestehen. Jetzt in der Situation sieht man gerade, da könnten Sie gerade mal kurz anhalten. Da sieht man, aber... Also, das könnte auch ich sein. Ich weiß nur, ich war nicht in Potsdam. Also ich sehe da große Ähnlichkeiten. Ich halte das schon für möglich. Also ich muss sagen, so kann ich nicht beurteilen, ob das wirklich derselbe Mann ist wie auf dem Foto hier. Hm? Nee. Nee. Und das können auch Sie nicht, Herr Vorländer. Also ich möchte mir das jetzt auch mal angucken. Ja, schauen Sie ruhig mal. Was für ein Quatsch. Das ist doch nicht mein Bruder. Mein Bruder hat eine total andere Figur. Frau Tumler, Sie interessiert das Video gar nicht, oder wie? Doch. Schauen Sie es doch mal an. Ja, das kann Frank sein. Das muss er ja auch. Alles nicht überzeugend. Ich meine, Sie wollen ihn ja auch darauf erkennen, Herr Vorländer, ne? Aber da ist nichts zu erkennen, wirklich nicht. Im Gegensatz zu Ihnen versuche ich hier mal etwas mit Nachdruck die Wahrheit rauszufinden. Ich glaube, wir kommen so nicht wirklich weiter. Das Video ist doch ein bisschen arg undeutlich, meine ich, um hier wirklich zu einem klaren Ergebnis zu kommen. Gibt es denn noch Fragen hier an die Frau Tumler, an die Zeugin Tumler? Keine. Dann bleiben Sie unvereidigt. Sie dürfen bitte hinten Platz nehmen. Dankeschön. Christina Wegmann, bitte. Frau Wegmann, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie Strafe machen. Sie heißen Christina Wegmann, 32 Jahre alt. Sie wohnen in Mariastein am See. Sie sind verheiratet, Floristin von Beruf. Verwandt oder verschwägert mit Angeklagten sind Sie nicht? Nein, das nicht. Aber wir sind schon sehr lange befreundet. Darum weiß ich ja auch, dass sie niemals ihren Freund getötet haben kann. Ach ja? Und wer soll's dann bitte gewesen sein? Wahrscheinlich dein netter Bruder. Jetzt bleiben wir doch der Einzige, der Grund dazu gehabt hätte. Erst mal bei dem Freund, Sascha Abel. Wissen Sie was davon, ob der sich von der Angeklagten trennen wollte? Nein, mit Sicherheit nicht. Na gut, das sieht die Zeugin Tumler, Marien Tumler, anders. Die sagt, dass es natürlich so war. Und als Herr Abel sich lossagen wollte von ihrer Freundin, sei es zum Streit gekommen. Und dieser Streit soll dann letztlich für den Freund tödlich ausgegangen sein. Und woher wollen Sie das wissen? Nur weil die Ihnen das erzählt hat? Jetzt sage ich Ihnen mal was. Ich habe die beiden zusammengebracht. Und wenn jemand was über die Beziehung weiß, dann ich. Mhm. Dann erzählen Sie doch mal, was wissen Sie denn? Na, ich weiß, dass die beiden total ineinander verknallt waren. Sascha hätte sich niemals trennen wollen. Und wenn, dann hätte das wohl mir erzählt und nicht der Spinnerin. Nein. Das ist die Höhe! So, ich will aber keine Beleidigung von Ihnen hören, Frau Wegmann. Ja. Können wir uns darauf einigen? Schon gut. Aber verstehen Sie mal, Maren hat diese ganzen Dinge über Bianca erzählt, weil sie einfach nicht einsehen will, was für ein Schwein ihr Bruder ist. Und seitdem Bianca ihren Mann rausgeworfen hat, seitdem verfolgt die Maren doch sie. Das ist überhaupt nicht wahr. Haben Sie sich denn mal mit Sascha Abel unterhalten über seine Beziehung mit Frau Tumler? Natürlich, wir haben regelmäßig telefoniert. Und am Tag, wo er gestorben ist, am 9. Februar, da hat er mich noch angerufen, genau, und hat gefragt, was er Bianca zum Geburtstag schenken soll. Mhm. Und ja, weil es ihm sehr ernst war, sollte es auch ruhig etwas teurer sein. Und zu was haben Sie ihm geraten? Bianca mag diese kleinen Käfer, ein Skarabäus. Und der wusste auch sofort, wo es einen Anhänger gibt und die Halskette. Und der wollte sogar ihren Namen eingravieren lassen. Das hat er dann auch getan, Herr Staatsanwalt. Ich habe für Sie hier die Auftragsbestätigung für die Gravur. Und jetzt verraten Sie mal eines. Welcher Mann nimmt solche Kosten auf sich, um sich von seiner Frau zu verabschieden? Verrate ich Ihnen nicht, Herr Vorländer. Werde ich Ihnen nicht verraten. Aber genau das ist doch der Beweis. Sascha hätte sich niemals getrennt. Ja, und darum wurde er doch von ihrem Mann umgebracht. Sie hat meinen Bruder eiskalt umgebracht. Punkt. Ich war doch dabei. Ich habe doch gesehen, was Frank in ihrem Haus veranstaltet hat. Was haben Sie denn da alles gesehen? Na, eines Abends, als ich Sie nach der Arbeit nach Hause gefahren habe, haben wir beide von draußen schon im dunklen Haus, haben wir schon den Fernseher laufen sehen. Wir haben uns schon gedacht, was soll denn das? Und als wir reingegangen sind, haben wir gesehen, was gelaufen ist.
Das Hochzeitsvideo der beiden. Und dann gab es noch den Vorfall mit dem Spiegel, oder? Ja, genau. An diesem Abend habe ich Bianca natürlich nicht alleine gelassen. Und ich habe bei ihr geschlafen. Und bin aber wach geworden, weil sie so geschrien hat. Was war denn passiert? Bianca war wohl noch duschen. Und als sie aus der Dusche rauskam, war der Badspiegel beschlagen. Bis auf die Worte, vermisst du mich, die Frank wohl mit Vaseline raufgeschrien haben muss. Haben Sie denn nach seinem Verschwinden den Herrn Tummler noch mal gesehen? Nee, aber solche Dinge kann nur er tun. Christina, tu was, bitte. Was ist denn los? Ist das von der Musik? Das ist Frank. Das ist Franks Lied. Das bedeutet, er ist hier. Bleiben Sie mal sitzen. Lassen Sie mal. Holen Sie den noch mal rein. Der ist bestimmt da. Musik kommt, bitte schön. Und bleiben Sie doch bitte schön da. Hallo, kommt die Musik von Ihnen? Halt, stehen bleiben! Jetzt sehen Sie, dass er noch lebt. So, jetzt kommen Sie mal mit. Lassen Sie mich los. Ja, ja. Oh, ich habe nichts gemacht. Sie haben nichts gemacht. Warum sind Sie dann geflüchtet? Oder keine wollten Sie es zumindest probieren? Aus Reflex. Ich habe gedacht, vielleicht habe ich irgendwas verboten. Kommen Sie mal ein Stück nach vorne. Wer sind Sie denn überhaupt? Mein Name ist Justin Neumann. Justin. Meine Mutter hat gesagt, dass ich draußen warten soll. Und wo ist Ihre Mutter? Die sitzt auf der Geschäftsstelle, was abholen. Aha. Und die Musik, wo kam die Musik gerade her? Ja, von meinem Handy. Also, mir war draußen langweilig und ja, da habe ich halt drauf rumgetippt. Die Musik laufen lassen von meinem Klingelton. Naja, das ist ja nicht verboten, Musik abzuspielen im Flur. Ja. Sagen Sie mal, kennen Sie irgendjemand der hier Anwesenden? Nee, eigentlich nicht, nee. Niemand sonst. Haben Sie den Namen Frank Tummler schon mal gehört? Frank Tummler, nein, eigentlich auch nicht, nee. Kann ich jetzt wieder gehen? Ich denke schon, oder? Ja, 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 bitte. Danke. Ja, war wohl doch nicht der Mann der Angeklagten, oder wie? Ja, habe ich auch gesehen. Aber das hätte original eine Aktion von Frank sein können. Nur um Bianca zu zeigen, dass er wieder da ist. Was macht Sie denn eigentlich so sicher, dass Frank Tummler diese ganzen Aktionen im Haus veranstaltet hat? Wie? Verstehe ich jetzt nicht. Naja, warum sind Sie so sicher, dass er da den Fernseher angemacht hat? Dass er es war, der das Hochzeitsvideo eingelegt hat? Dass er es ist, der die Dosen nach vorne ausrichtet und so weiter und der, so fort? Wer soll es denn sonst gewesen sein? Das kann nur Frank sein. Ja, oder die Angeklagte selbst. Ne? Die Angeklagte selbst, die alles so aussehen lassen wollte, als ob ihr Ehemann da gewesen wäre. Das fasse ich jetzt nicht. Das können Sie doch Bianca jetzt nicht auch noch anhängen. Ich war das nicht. Das war Frank. Bin noch nicht überzeugt. Herr Staatsanwalt, meine Mandantin ist einfach noch immer geschockt von dem, was gerade passiert ist. Vielleicht könnten Sie da mal ein bisschen mehr Verständnis haben. Das ist doch auch kein Wunder. Ich bin immer noch überzeugt, Herr Vorländer. Wir haben hier noch einen Zeugen, nämlich der, der am Ort war, der auch die Anzeige erstattet hatte. Mal hören, was der uns zu sagen hat. Ja, das werden wir jetzt auch tun. Ist denn alles gesagt und alles gefragt? Ja, bei der Frau Wegmann. Dann dürfen Sie den Platz nehmen. Sie bleiben unvereidigt. Oliver Kupfer, bitteschön.